Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von MudRunner Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo, und auch Letzte zur Map. ersten Folge seit vielen Wochen mal wieder, ne? Ja, letzte Map, aber auch die Felshügel. Wir waren gerade schon mal drin mit den großen Fahrzeugen, das hat nicht gut funktioniert. Pascal lag mit 1600 Schaden, genau, mit 600 Schaden, also voll auf der Seite zwischen Felshügeln Auf dem eingequetscht. Fuß eines Berges an einem steilen Hang, eingeklemmt zwischen Felsen. Genau. Und ja, ich hatte auch schon 200 Schaden und hatte die ersten Holzanhänger gefunden, die hier echt mini sind. Denn hier haben wir keine Holzstation. Das ist das Besondere an dieser Map. Wir Richtig. müssen zwar immer noch 8 Beladungspunkte, aber wir haben nur 3 Mehrzweck, nee, beladende Holzanhänger. Beziehungsweise zum Beispiel sehen wir hier 2. Wir hatten gerade dann auch noch hier noch einen gefunden. Das heißt, die sind auch zum Teil auch über die Map verstreut. Irgendwo liegt so ein bisschen Holz rum und das Also muss man zu wahrscheinlich dem werden hier noch bei Sägewerk dem bringen. Beobachtungspunkt noch welche liegen, also in den Genau, nicht genau. beobachteten Bereichen. Und wir kennen nur die zwei da hinten, ne? Genau. So, ey, und der Vorteil ist, ich habe an diesem kleinen Fahrzeug habe ich jetzt Reparaturpunkte dabei. Das heißt, im Notfall kann ich auch schon reparatieren, ohne diesen Mehrzweck-Sattelanhänger dort hinten Reparatieren. zu holen. Weil der Mehrzweck-Sattelanhänger, Reparatieren. der hat zwar 1200 Punkte, aber da müssen wir auch erstmal hin. Wir Ja. können reparieren. Die Frage ist noch. Warte mal, was. Ist das auch ein Ersatzrad dort hinten drauf? Moment. Nee, Ja, Kraftstoffkanister. Ersatzrad. Ah, Leute, ich Ich hab habe Ersatzrad Kraftstoffkanister. 86. Und warum ist mein Fahrzeug schon kaputt? Warum hat das 400 Ja, mein. Schadenpunkte? Aber das Fahrzeug hier hat jetzt auch 800 Schadenspunkte. Mit anderen Worten, ich kann mehr kaputt machen. Das Ding ist, dass meins hat schon 408 von 800. Lol. Gleich erstmal so zu Beginn. Danke für nichts. Willst du da mein Ersatzrad bekommen? Nein, nee, behalte das mal lieber für dich. Das sind eh nur 86, die ich habe, deswegen. Nee, ich habe jetzt mal den Gut. Dachkoffer verbraucht. Ja, sollte passen. So, wie fahren wir jetzt Genau. weiter? Also auf jeden Fall nicht auf der gleichen Stelle, weil das war ein bisschen Nee, sinnlos. wir sollten uns aufteilen diesmal. Nicht wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir nämlich zusammengefahren. Wir fahren einmal hier oben rum, dann runter zu den beladenen Holzanhängern und dann rüber zum Sägewerk. Weil wir nicht wussten, dass es mehr als nur diese zwei beladenen Holzanhänger wahrscheinlich geben wird. Einfach hier lang gefahren sozusagen. Und dann ist Pascal hier abgestürzt. Richtig. Meine Maus wird nicht mehr angezeigt. Gut, dass ich sehe. Hier, da ist Pascal abgestürzt. Und ja. Ich würde. Fahr ich mit dem Großen oder mit dem Kleinen los? Was sagst du? Ich würde sagen, nordwestlichen Beobachtungspunkte und ich mache Nordwest. die Ja. drei südöstlichen Beobachtungspunkte. Die da. Okay. Jo. Na, dann fahre ich einfach hier oben lang gleich. Dann ist der hier meine erste Station. Dann fahre ich oben am Hügel lang. Komme dann gleich da drauf und dann dahin irgendwie. Wissen wir, da ist ja auch ein Weg. Oh, machen wir das so. Bin weg. Lol. Ach, die Kameras. 1, 2 und 3. Dass der einfach mit Schaden anfängt, das finde ich doof. Ich meine, das kleine Ja. Auto ist ja auch nicht beschädigt. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass das erste Fahrzeug, was du ausgewählt hast, nicht unbeschädigt ist, und das zweite Fahrzeug, was ausgewählt hast, ist dann beschädigt immer. Oder auf der Map zumindest beschädigt. Warum ist es dann zur Hälfte schon kaputt? Tja. Ich meine, wäre das andere zur Hälfte kaputt, dann wären das 100 Schadenspunkte. Hast du so wie Fahrzeug. Okay, wir bitten diesen Internetstocker echt zu entschuldigen, die nerven mal wieder. Okay, wow, ich komme den Berg nicht hoch. Nicht genug PS da Möhre. Ich würde es wundern, aber es scheint so. Hinter deinem Okay, kleinen jetzt Auto geht's. meinst du jetzt? Nee, nee, das große. Ach doch, in dem großen, okay, krass. Nee, nee, es Nö, ich passt wollte hier jetzt. gerade für den Berg Naja, rauf. klar, ich auch, aber irgendwie war gerade schräg und da war es dem irgendwie zu viel. Ich Oder meine, ich war habe auch einfach kurz stehen festgesteckt. geblieben, weil er gemerkt hat, dass er im dritten Gang den Berg nicht hochkommt. Aber diese Automatikschaltung hier. In Matron hat eh ein anderes Niveau.
Dritter Gang bergauf, passt schon. So ein bisschen gelb mit Sonnenschein oder so eher kühl ohne Sonnenschein? Hm. Was findest du gerade? Ach, Thumbnail. Der Herr überlegt, wie er Thumbnail gestaltet. Ja, wir hatten immer, für die zweite Folge hatten wir immer was, aber für die erste nicht. Das ist richtig, weil wir immer in der ersten Folge vergessen, ein Thumbnail zu machen. Und erst in der Mitte der zweiten Folge merken, oh, wir haben keine Thumbnails gemacht. Lass mal noch irgendwo schnell eins noch irgendwie posieren für die erste Folge. Das Problem Folge, ist nämlich, so, dass den Zuschauer halt, nicht auffällt. Dass auf der Mitte von der zweiten Folge haben wir halt meistens Holz aufgeladen. Das kannst du aber nicht als Thumbnail nehmen für die erste. Und dann haben wir am Ende nochmal eins gemacht, wo wir kein Holz mehr hatten oder so. Mhm. So, ich sehe meinen Beobachtungspunkt schon. Ja, okay, ich meine, wir sind jetzt halt nicht schnell unterwegs mit den Dingern, ja. Aber... Cool. Ja, Berge. Wir sind halt unterwegs. Ich habe Berge freigeschaltet. Glückwunsch. Und ich fahre jetzt den Weg runter. So, ich muss auf dem Bergkamm hier weiter geradeaus fahren. Aber es keinen Weg sonst zum nächsten Beobachtungspunkt gibt. Au. Das war ein Felsen. Aber ich habe keinen Schaden bekommen, auch wenn ich gerade volle Möhre gegen den Felsen gedonkst bin. Den ich hochfahren wollte, aber der 90 Grad Winkel nach oben ging. Okay, dann muss ich einmal durch den Sumpf durch. Aua. Ist das Fahrzeug tiefer gelegt? Oder warum donkst ich an jeden Felsen, der ein bisschen höher ist, den ich drauf fahren möchte? Aua, schon wieder. Pass auf, Junge, du hast... Er legt das Fahrzeug jetzt tiefer. Ich hab erst eins gemacht. Jemand, der vorsichtiger fährt als du. Ah, guck mal, hier geht auf den Weg lang. Ich hab ja gleich mit dem Fahrzeug den Felsen weggepocht. Ich ramme jedes Mal gegen diesen scheiß Felsen. Na. Keine Schnittwörter. Übrigens, Aua. Discord hat das jetzt auch mal integriert. Das heißt, wir müssen nicht mehr den Bot programmieren, sondern es hat einfach Discord jetzt integriert. So ein Anti-Schimpfwort. Oh, wir brauchen nicht mehr den Discord-Bot für die Schimpfwörter. Achso, und damals als wir unser Discord-Server aufgemacht haben, Tobi erstmal rangesetzt hat, so eine Stunde oder so Schimpfwörter erstmal gesammelt hat. Da hast du noch Richard nach einer Schimpfwortliste gefragt, ja, auch, ne? Der hat dann auch noch. Die ein oder anderen älteren Hase auf unserem Kanal kennen noch Richard. Das ist der seltsame Typ, der in die BR-Bausimulator-Folge reingeplatzt ist, unter anderem. War das nicht irgendwie so ganz am Ende? Und nein, ich muss ja, in den letzten drei Folgen ist er dann reingeplatzt. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ihr noch was Schönes euch ansehen wollt, irgendwann ein witziges Projekt, ich empfehle euch die 12 Folgen BR-Bausimulator. Erste oder zweite Staffel? Beide Staffel. Die erste Staffel war lame. In der zweiten Staffel war es dann auch möglich, dieses Spiel zu gewinnen, weil in der ersten Staffel war es dann gar nicht möglich, einfach weil der BER halt auch noch nicht fertiggestellt war. Den gab es dann erst mit der Eröffnung des Flughafens. Die Möglichkeit. Ja. Soll ich es dann noch erst durchspielen, das Spiel? Oh, Junge, hast du Lust, diesen einen Beobachtungspunkt dort rauszuholen? Ich habe gerade keine Lust, diesen Berg da hoch zu machen. Also müsst ihr bei dem Fahrzeug wirklich aufpassen, wenn es ein bisschen zu steil nach oben geht, dann setzt er auf. Donkt er einfach nur noch an. Ja. Weil der hat vorne da so eine extrem tiefe Frontschürze dran. Der hat doch irgendwie so ein Teil, das sieht so ein bisschen so aus, als wäre das von irgendeinem Panzer, so eine Sichtluke, weißt du, wie ich meine? Oben auf der Motorhaube? Oh. Rechte Seite. Ach so, hm. Also, ja. So ganz dünn, dass da schön Panzerglas dazwischen ist, aber kein... Dem ist aber hier nicht so. Vielleicht hat ja irgendeine Motorkomponente nicht ganz reingepasst, deswegen mussten sie die Motorhaube ein bisschen erhöhen, an der Stelle. Ja. Oder Lüftung. Ja. Nee, ist zu. Dass du dem so einen Kamm in die Berge ein bisschen hochzukommen und dass der überall andockt vorne. Ich rutsch immer weiter runter. Geht gar nicht. Ja. Ich komm nicht hoch. Aber, hey Tobi, ich habe jetzt schon 9 Schaden. Okay. Ich dachte schon, wir hätten durch gegen Feld. Ich dachte, wir hätten. Ja, das Ding ist, ich bin halt einmal angestoßen beim letzten Mal und da habe ich halt so 169 oder so bekommen. Ich bin schon 30.000 Mal angestoßen, mal so 2 Punkte, mal so 7 Punkte bekommen. Aber 30.000 mal 7, das ist trotzdem noch über. Was hat der? Nee, einmal habe ich 7 bekommen, einmal habe ich 2 bekommen. In den anderen Mal habe ich immer nichts bekommen. So. Das meinte spannend. Ich. Jetzt habe ich ja nur 6 bekommen. Mal hochkommen. Das ist schwierig. Ja, ich bin jetzt oben, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder runterrutsche. Beziehungsweise geht es hier allgemein wieder runter.
Ja, okay. Aua! Au! Oh, das war schmerzhaft. Da habe ich ein Stück zu weit runtergefallen. Du die ganze Zeit mit deinem Gejammer, dass dir überall alles weh tut. Ja, ich bin gerade aber so ein Stück runtergefallen, bin vorne irgendwo gegen gedonkst, hab da erstmal, keine Ahnung, Schaden bekommen, jetzt gerade nochmal Schaden bekommen und bin hinten auch nochmal irgendwo gegen gedonkst. Okay, jetzt habe ich 160 Schaden. Okay, aua. Komm ich auch nicht hoch. Alter, das ist ein Baum. So, muss man seitwärts. Au! Hey, kipp ich nur um. Okay, also diese Map ist echt nervig im Vergleich zur letzten. Ich habe mich gerade dreimal überschlagen, Tobi. Was machst du? Ich dachte, du wolltest nicht runterfallen. Ja, ich bin da gerade seitlich den Berg runtergefallen, habe ich dabei dreimal überschlagen. Meine Kabine ist im Eimer, vorne meine gesamte Motorhaube und alles im Eimer. Ich habe auch nur 650 Schaden. Junge, mit diesem Ding purzeln, was hast du gemacht? Ich bin seitlich abgerutscht und dann ging es ein bisschen steiler runter. Dann soll ich wieder Popcorn im Ausbruch. Ich bräuchte aber in die nächste Werkstatt. Sehe ich die Werkstatt? Genau, einen Mehrzweckanhänger. Wo ist denn die Werkstatt? Es gibt keine Werkstatt. Oh. Das ist ja der Witz daran. Oh. Map. Ganz vergessen. Aber wenn ich jetzt pro Beobachtungspunkt 650 Schaden mache, dann ist das eine echt schlechte Bilanz, würde ich behaupten wollen. Wir haben noch kein einziges Stück Holz. Ja, das außerdem. Da auch nicht hoch. Okay, pass auf, ich breche das hier ab. Oh, da drüben vielleicht. Ach. Warte mal. Da, da. Okay, ich lasse den das mal stehen und fahr mit dem hier. Ja, komm, ich hol mal auf den Holzanhänger da drüben und dann geht's weiter. Der ist nämlich wesentlich leichter. Und dadurch, ich war außenrum nicht da. Du hast ja kein kleines Fahrzeug mitgenommen, oder? Nee, ich habe kein kleines Fahrzeug. Oh Gott, 12 Schaden, weil ein Baum auf der Straße lag. Ja, 12 Schaden geht ja noch. Im Gegensatz zu meinen 500 Schaden durch einmal den Berg runterfall. Ich habe einen Mehrzwecksattelanhänger von dir gefunden. Da sind Reparaturpunkte drauf. Aber es ist nur einer von dir. Jetzt noch einer von mir. Punkte würden mir nämlich gut tun. Was ein Problem sein könnte, ein Sattelanhänger, den kann ich gar nicht ankoppeln, ohne das Ersatzrad mal vorher abzumachen oder den Tappen. Mit meiner Sachtrag kann ich abmachen, den ich mich repariere. Ich schaue nur gerade, weil ich kann den sehen, deswegen gehe ich davon aus, dass da vielleicht auch einer von mir dabei ist. Also es ist nicht nur deiner auch, sondern auch meiner mit ist. Was ist jetzt Sache? Du bist gerade schon wieder weggehauen. Ich kann den Sattelanhänger sehen, deswegen gehe ich davon aus, dass da nicht nur einer von dir steht, sondern auch einer von mir. Also ich auch angucken kann. Okay. Ich bin jetzt beim Holz. Okay, ich bin eh zu hoch. Das Fahrzeug, also.
Ich habe einen Anhänger angekoppelt. Ja, okay, ich kann ja nicht ankoppeln. Ich kann ja nur tanken. Mit dem Tank. Nee, mit der Tankstelle, die hier daneben ist. Ja, ja. Also ich glaube, bei den kleinen Anhängern, da ist es ein kleines Fahrzeug echt besser. Also wenn ihr die Map spielen wollt, nehmt kleine Fahrzeuge, die auch Sattelauflieger nehmen können. Hast du schon wieder den Mund voll, Alter? Nein, ich esse gar nicht in der Aufnahme. Das würde ich nie tun. Soll ich schon mal jemanden in der Aufnahme gegessen hätte? Ah, aber hier ist vielleicht auch der Beobachtungspunkt. So, immer jetzt keine Popcorn mehr, dadurch, dass ich meinen Ersatzrad angefallen habe. Ey, ich habe noch nichts erreicht hier. Ich habe 2 Campinganhänger freigeschaltet. Da sind Reparaturpunkte drin. Und ein Chevrolet Napco 3100. Okay, also hier ist anscheinend sehr viel versteckt. Ja, unten im beladenen Holzanhänger habe ich auch gefunden. Ne? Klein oder ein groß größeres? Steht nur da beladene Holzanhänger auf der Map. Kann ja nur sagen, was ich für Map sehe, weil ich habe gerade freigeschaltet. Beobachtungspunkt. Ah ja, lass uns die klein. Ja, ich habe so einen Chevrolet Napco. Ich weiß nicht, hat der. Ach, das Ding, ja, das war auch in der Standardauswahl. Hm. Ich überlege gerade, hat der eine Anhängerkopplung? Wahrscheinlich schon, oder? Weiß nicht. Dann könnte man natürlich einfach einen Holzanhänger auch daran hängen. Also die Campinganhänger da, die sehen aus, ob sie Reparaturpunkte hätten, ne? Ganz probieren. Das sind 2 Reparaturpunkte. War ja Campinganhänger pro Person. Oh, ups. Halt, du hast doch eine Handbremse, Junge. Denk dran. So, und dann schaue ich da mal vorbei und hol mir mal die Reparaturpunkte. Ab. Aber ich hab's nur so ein bisschen dringend. Au. Ich überschätze mal, wie breit mein Fahrzeug ist. Ich bitte nicht aufs Hupen, sondern aufs Fahren. Ich überschätze mal, wie breit mein Fahrzeug ist. Nee, ich kann ihn nicht ankoppeln, den Anhänger. Ich kann ihn nur anwinden. Dann steig in deinen Chevrolet-Dingsbums und koppel es damit an und damit geht's. Dass ich mir nur ein bisschen Sorgen mache, dass dieser Chevrolet Straßenbereifung hat. Du sollst damit ja nicht irgendwo hinfahren. Ach so, doch, du hast ja kein anderes Fahrzeug, ne? Ja, richtig. Ich habe ja nur der, also ich kann mit dem noch fahren, aber die Frage ist, wie lange noch? Ich habe erst 8 Liter Treibstoff verbraucht. Glaubst du das? Ist das möglich? Ich fahre mit 1 Liter pro Minute. Ich will jetzt gerade so ausbeuten. Oh, ein Schaden. Oh Gott, oh Gott. Ich tue die Anhänger jetzt gerade so ausbeuten, du. Jetzt habe ich nur noch 260 Schaden bei meinem großen Truck. Meine Anhänger kriegst du nicht. Schade. Miese. Ein Anhänger hätte mir gereicht, hätte ich nur noch 60 Schaden hat, wäre ich perfekt zurechtgekommen. Ich will nicht sagen, dass ich vermute, dass ich auch noch brauchen werde, aber es ist wahrscheinlich so. Wozu sollte man denn die Anhänger brauchen? Ach, fährst du jetzt auch hier unten? Ich dachte, du wolltest oben langfahren. Naja, wo ist denn das Sägewerk? Ach so, du bringst jetzt gerade das Holz weg, ne? Okay. Also tausch mal, du fährst unten weiter, ich fahr oben weiter, ist mir oder? Wurscht, Alter. Hol Holz ran. Na gut, die Beobachtungspunkte halt, ne? Richtig. Ja, dann fahr du noch mit deinem Cameron hier rum und. Jo, also der Mehrzweck-Sattelanhänger, das ist echt nur für Große. Hm. Die Camping ist ja wahrscheinlich für Kleine. Weiß ich eben nur 2 Holzeinheiten drauf, sehr scheiße. Nee, hier ist ja auch noch ein beladener Holzanhänger, dann hole ich den erstmal ab. Der hier steht, den du ja auch geholt hast. Hm, was?
Wen habe ich geholt? Ich habe den aus dem Norden geholt. Hm? Ich habe den aus dem Norden geholt. Hast du den hier geholt, der direkt bei der Tankstelle ist? Nee, nee. Der steht da noch. Den hole ich als nächstes. Achso, den hole ich jetzt den von der Tankstelle mit. Auch mit ab. Und dann fahre ich weiter Richtung Norden. Das ist aber ein Problem. Das Holzding ist ja nicht ankoppeln. Ich habe ja keine Anhängerkopplung. Ja, du solltest natürlich den anderen nehmen, ja. Dann wollte ich, brauche das große Ding hier gar nicht mehr. Ich kann mit dem ja nichts anfangen, außer fahren. Beobachtungspunkte. Ja, sag ich ja, außer fahren kann ich dem nichts machen. Oh, ui, 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 ah, shit. Ui, 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 was war das denn? Ja. Der fällt auf der Straße aber ordentlich. Der Chevrolet. Hm? Wer fällt auf der Straße ordentlich? Der Chevrolet, der gibt hier richtig Gummi. Deswegen habe ich gerade fast die Kontrolle über den verloren. Aua! Ich bin gerade über so einen großen Baum drüber geprettert. Gab nur 100 Schaden. Den habe ich einfach nicht gesehen, den Baum. Ich habe plötzlich aus dem Nichts da. Eventuell liege ich auf der Seite mit Rote abgewürgt. Ich hab's halt irgendwie gehört, dass da irgendwas. Ah ne, du bist doch ganz schön weit weg von mir. Ah, kurz vorm Sägewerk. Bist du zurecht? Oder. Du kannst mich gerne mit dem großen Wasser rausholen. Du kriegst dich nicht rausgezogen da von der Stelle. Naja, wie soll ich mich rausziehen, wenn der Motor abgewürgt ist, dauert? Das ist das Problem. Hm. Ja, das könnte ein Problem darstellen, das ist korrekt. Das ist ja sogar mal eine richtige Tankstelle hier. Na. Ich meine, die Profitabilität von dieser Tankstelle stelle ich jetzt einfach mal in Frage, aber. Also, dass hier wirklich so viele Besucher vorbeikommen, dass sich das lohnt. Ich muss mal kurz gucken, kann man den hier irgendwie auftanken? Da oben warst du in dem Berg, ne? Dann fahr ich da mal hin. Achso, kommst du jetzt? Ja. Ansonsten wäre ich nämlich mit dem Auto hingefahren. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ob das so viel Kraft hat. Ich glaube, wie würde ich dann rausziehen da aus dem Ganzen? Das gibt's dann erst in der nächsten Folge. Ja, kann man machen. Wir waren ja gerade schon beim Titel für die Folge. Und da würde ich an der Stelle das mal beenden. Ja. Und ja, ich rette das Fahrzeug hier auch nochmal raus. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.